Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie die Ukraine mit freiwilligen Kämpfern umgeht, die wieder zurückgehen wollen. Es geht hier um einen Bericht eines britischen Kämpfers, der mangels Bewaffnung wieder zurückgehen wollte. Und warum aus meiner Sicht dieser Bericht sehr gut wahr sein kann. Weil natürlich steht der Verdacht im Raum, das ist russische Propaganda, das ist alles gestellt, das ist ein Schauspieler, das ist alles aufgenommen, um Leute davon abzuschrecken, in die Ukraine zu gehen. Jetzt im Folgenden der Beitrag, danach ein paar Worte dazu. So for any people who are wondering what is going on, all right? We were part of the Georgian National Legion in the 102nd Ukrainian Territorial Defense, okay? Our base got fucked up. The base right next to us got fucked up. Americans, British, tons of British dead, all right? They're not saying nothing. They're counting our dead as their dead. They're trying to send us to Kiev with no fucking weapons, no kit, no fucking plates. The people who are lucky enough to get weapons are only getting magazines with like 10 fucking rounds, okay? When they wanted to send us to Kiev, we said no. Our whole group, a bunch of Americans, Canadians, British. So they told us we had to get the fuck out or they were going to shoot us in the back, all right? So me, this British guy, and another American, we fucking hid in the back of an ambulance to get out. We got to the border, and it was a whole nother mess. When you get to the border, anyone who has kit, anyone who has any military shit, they're fucking pulling you out of the line, and they're sending you back to the front. This human, we got dropped off about 5 clicks from the fucking, from the border, and we walked. And we get to the border in this humanitarian group with a bunch of ex-SF veterans from England pull us to the side and say, you need to get, like, pulled us out and fucking, like, hit us. And they were like, you need to dump all your kit. They're pulling people out, cutting up passports, sending them back. So we dumped our shit. We got, like, in all of our fucking, we got in, like, Red Cross vests. And they had, like, fucking humanitarian passes to get us through the Ukrainian border. People need to stop coming here. It's a trap, and they're not letting you fucking leave. The best way to leave is like in a Vic or a car or something. People who get on by vehicle have a better chance of hiding their fucking kit in the back, doing whatever the fuck they can, but do not try to leave Ukraine on foot if you're a volunteer. It's a mess, and it's a trap, and I have multiple people who can confirm this story for me. Im Folgenden dazu noch Erläuterungen des verteidigungspolitischen Sprechers Russlands am 14. März. Опасно. Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины, населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. На данных объектах киевским режимом были развернуты пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники. В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранного вооружения. Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено. Днем 13 марта авиацией и ПВО ВКС России сбиты в воздухе. Один самолет Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе населенного пункта Новый Быков, а также 11 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 2 Байрактар ТБ-2. Оперативно-тактической армейской и беспилотной авиацией поражены 46 объектов украинских вооруженных сил, в том числе 3 пункта управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 2 склада боеприпасов и 33 района скопления боевой техники. Всего за время операции выведены из строя 3736 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожены 100 самолетов, 139 беспилотных летательных аппаратов, 1234 танка и других боевых бронированных машин, 122 реактивные системы залпового огня, 452 орудия полевой артиллерии и миномета, 1013 единиц специальной военной автомобильной техники. Manche denken sich vielleicht, das kann doch gar nicht sein. Das ist doch zu arg. Es werden Leute einfach nicht zurückgelassen, werden in den Tod geschickt und unsere Medien berichten nicht darüber. Das ist doch ein Skandal, das kann gar nicht sein. Aber unsere Medien sind es genau, die solch ein Verhalten befördern, die ein abgrundtief böses Verhalten befördern. Warum ist das so? Die ukrainische Regierung weiß ganz genau, es wird nichts Negatives berichtet, solange Russland Schaden nimmt oder solange die NATO-Interessen bedient werden. Das ist keine Behauptung, sondern das ist belegbar. Der Bürgerkrieg ab 2014 in der Ostukraine. Es wurde komplett ausgeschwiegen, dass die russische Minderheit terrorisiert wurde. Im Folgenden einer von vielen Berichten von Alina Lipp, aufgenommen in der Ostukraine im November 2021,
der nahelegt, wie skrupellos die ukrainische Regierung seit 2014 in der Ostukraine gegen die Zivilbevölkerung vorgeht. Und dass sie die Einzige ist, dass im Westen die westlichen Journalisten da einfach gar nicht hingegangen sind, sondern dass Leute wie sie oder ein paar andere, zum Beispiel der Verfasser der Dokumentation Ukrainian Agony, dass solche Leute außer ihnen niemand dahin geht und darüber berichtet. Hallo zusammen, ich bin Alina Lipp. Ich betreibe den Telegram-Kanal Neues aus Russland und die gleichnamige Internetseite und war jetzt 3 Monate lang in Donetsk im Kriegsgebiet. Heute möchte ich euch die traurige Wahrheit über die Bewohner des Donbass erzählen. Als ich das erste Mal nach Donetsk gekommen bin, dachte ich, da ist eigentlich noch ein ganz normales Leben, so im Stadtzentrum. Sind Restaurants geöffnet, den Menschen geht es gut, sie sind wohlgenährt. Aber dann habe ich angefangen mit Andrei Lysenko, das ist ein besonderer Mensch, der humanitäre Hilfe leistet, in die graue Zone zu fahren. So, und da sah das Ganze dann anders aus. In der grauen Zone, das müsst ihr euch vorstellen, das ist der Bereich zwischen Donetsk und der Ukraine und da leben immer noch Menschen. Eben den Menschen direkt am Frontgebiet, denen geht es überhaupt nicht gut. Ich bin immer noch ein bisschen, nicht traumatisiert, aber sehr geschockt von dem, was ich dort gesehen habe. An jedem Haus ist irgendwas kaputt. Also es wird jeden Tag auf die Häuser geschossen. Fenster sind zerstört, werden auch nicht mehr erneuert, weil es sich nicht lohnt. Dächer sind runtergekommen. Die Menschen leben teilweise ohne Heizung, teilweise ohne Beine, sind krank. So leben sie hier. Das ist wohl ein Einschussloch. Wir sind jetzt bei Sascha zu Hause. Mir wurde gerade erzählt, der Sascha wurde hier in seinem Garten verwundet, wurde auf ihn geschossen. Und seitdem hat er keine Beine mehr. Fahren wir weiter. Что это? Да. А. С утеса. Блин. Все. Дальше. Здрасте. Вон, смотри, как люди живут. Это все побито. Einschusslöcher, на. Überall zu sehen. Sind in keinem guten Zustand. Die meisten Fenster sind zerstört. Mir wurde auch erzählt, die werden auch gar nicht mehr wieder ausgetauscht. Die werden einfach so gelassen, wenn sie kaputt sind. Lohnt sich nicht. Hier wird jeden Tag geschossen. Wir haben Menschen besucht, ein kleines Mädchen, Eltern sind umgekommen, der Großvater ist jetzt an Krebs erkrankt. Und den Menschen hilft keiner. Denen hilft einfach keiner. Die können auch nirgendwo hin, weil sie kein Geld haben. Und was ich jetzt auch hier erzählen wollte, viele fragen mich, ja mein Gott, die Hälfte der Bevölkerung ist ja ausgewandert. Warum ziehen denn nicht einfach die armen Leute aus dem Frontgebiet in all die leerstehenden Wohnungen im Stadtzentrum? Das hat mir dann ein Soldat erklärt. Es ist nämlich so, dass sobald die Menschen aus dem Grenzgebiet wegziehen, dann rückt die ukrainische Seite vor. So einfach ist das und macht sich dann in diesen leerstehenden Häusern breit als Schutz sozusagen. Und das ist auch der Grund, wieso die ukrainische Seite jeden Tag auf die ganz normalen Bürger schießt, was ich die ganze Zeit nicht verstanden hatte zuerst. Weil jeden Tag liest man in den Nachrichten, dass wieder irgendein normaler Bürger, der zur Arbeit gegangen ist, erschossen wurde.
von irgendeinem ukrainischen Sniper. Da habe ich mich auch gefragt, was bringt denen das? Ja, die wollen die Bürger da wegtreiben, damit sie eben vorrücken können. Da hinten stehen die ukrainischen Streitkräfte. Und deshalb hat die ukrainische Seite auch unglaublich herzlose Anschläge unternommen. Mir wurde zum Beispiel erzählt, dass in einigen Bereichen der grauen Zone manchmal eben kein Wasser war zum Beispiel. Und bei der Verteilung von diesen Hilfsgütern, da sammeln sich dann die ganzen Bewohner an. Das sind hunderte Leute, die dann alle auf einem Platz stehen und zack, wird da eine Bombe drauf geschmissen und alle sind gestorben. Das ist schon mehrmals vorgekommen. Oder innerhalb von 10 Tagen, das war im November letzten Jahres, wo ich gerade dort war, wurde auf 3 verschiedene Schulen in der Donetsker Volksrepublik geschossen. Und zwar haben die auch das Feuer eröffnet, nachdem die Schule gerade beendet war und die Kinder nach Hause gegangen sind. Die schrecken echt vor nichts zurück. Das hier war mal eine Schule in Donetsk. Komplett zerstört. Überall Einschusslöcher. Dach zerstört. Schlimm. Wer macht sowas? Wer schießt auf Schulen? Привет. Ух ты. Привет, а что нам? Вау. Как же ваш день? Мы уже это привыкли. Sie sagt halt, sie schießen jeden Tag und heute vor allem sehr heftig heute Morgen. Diese Berge. Wow. Ja, vom Haus ist nicht mehr viel übrig. Hier noch einmal der O-Ton von Petro Poroschenko, der nahelegt, dass all das kein Versehen ist, sondern dass es Absicht ist, dass es keine Einzelfälle sind, sondern dass es von großer Hand geplant ist. Dass also genau das stimmt, was Alina Lipp sagt. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах, бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Und hier noch einmal der Beweis dafür, dass ohne die US-Amerikaner diese Regierung nie an die Macht gekommen wäre, weil ja Janukowitsch rechtmäßig gewählt wurde. Vor allem in der Ostukraine gewählt wurde, die Ostukraine in der Folge aber gar nicht mehr gewählt hat. Also wahrscheinlich wäre Petro Poroschenko oder die anderen, sie wären nie an die Macht gekommen, hätten die US-Amerikaner, hätten sie nicht interveniert. Man muss wissen, dass dieses Gespräch zwischen Victoria Nuland und dem US-amerikanischen Botschafter Jeffrey Pyatt, das Gespräch hat stattgefunden, als Janukowitsch noch im Amt war. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und es kam nachher alles genauso, in dem Telefonat besprochen. Yatsenyuk wurde Ministerpräsident. Good. So I don't think Cleat should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. Yeah, I mean, I guess you think what in terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his political homework and stuff. I'm just thinking in terms of sort of the process moving ahead, we want to keep the moderate Democrats together. The problem is going to be Tanibok and his guys. And, you know, I'm sure that's part of what Yanukovych is calculating on all of this. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, you know, what he needs is Cleach and Tanibok on the outside. He needs to be talking to them 4 times a week, you know. I just think Cleach going in, he's going to be at that level working for Yatsenyuk. It's just not going to work. Yeah, no, I think that's right. Okay, good. Well, do you want us to try to set up a call with him as the next step?
My understanding from that call, but you tell me, was that the big three were going into their own meeting and that Yats was going to offer in that context a three-way, you know, the three-plus-one conversation or three-plus-two with you. When I talked to Jeff Feltman this morning, he had a new name for the UN guy, Robert Seri. Did I write you that this morning? Yeah, okay. I saw that. He's now gotten both Seri and Ban Ki-moon to agree that Seri could come in Monday or Tuesday. Okay. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, you know, fuck the EU. Sie müssten gewusst haben, dass ein Bürgerkrieg die Folge sein wird bei diesen Kräften, die sie unterstützt haben. Man muss sich daran erinnern, Janukowitsch wurde im Osten gewählt und die Regierung in der Nachfolge hat Russisch als zweite Amtssprache im Osten abgeschafft. Das heißt, die Regierung in Kiew war feindlich gegenüber der Ostukraine eingestellt, gegenüber der russischen Minderheit. Und es ist natürlich klar, dass es auf eine Konfrontation hinausläuft. Janukowitsch war korrupt, aber seine Partei hieß Partei der Region. Das heißt, dass die einzelnen Regionen mehr Selbstbestimmung haben. Und genau dafür wurde sehr wahrscheinlich Janukowitsch von den Ostukrainern in der Mehrheit, in der übergroßen Mehrheit gewählt. Man muss ja sehen, dass Timoschenko 2010 im Osten so gut wie gar nicht gewählt wurde. Und umgekehrt, im Westen wurde Janukowitsch so gut wie gar nicht gewählt. Das heißt, schon 2014 war die Ukraine ein geteiltes Land, wo nicht viel gefehlt hat, dass sie auseinanderdriftet. Und die Amerikaner haben sehr wahrscheinlich gezielt diesen Bürgerkrieg herbeigeführt, um Russland schwächen zu können und um selbst die geostrategischen Positionen verbessern zu können. So wie das zum Beispiel vor allen Dingen Daniele Ganser hervorragend dargelegt hat, in vielen Videos. Es ist auffällig, dass die Amerikaner immer versprechen, durch ihre Intervention, es würde die Demokratie kommen, es würde den Leuten besser gehen. Und auffällig ist, dass eigentlich nirgendwo auf der Welt dieser Fall jemals eingetreten ist. Dass eine US-amerikanische Intervention eine Verbesserung des Lebens der Leute gebracht hat. Nirgendwo. Ihr könnt mir ja in den Kommentaren das aufzählen. Und das ist es eigentlich, was jedenfalls mich sehr wütend macht. Weil darum geht es am Ende. Man kann oftmals sagen, Zweck rechtfertigt den Einsatz bestimmter Mittel. Wenn es den Leuten am Ende besser geht und Menschen gerettet werden, dann kann man sagen, okay, dann sind halt früher ein paar Leute mehr gestorben. Das war ein Preis, aber es hat nachher was gebracht. Aber es war ja hier so, hier in der Ukraine oder überhaupt überall im Nahen Osten, genau das Gegenteil ist der Fall. Sondern es wurde immer schlimmer. Im Irak, in Libyen, überall. Es wurde immer nur schlimmer. Es war, ja, sehr wahrscheinlich eine Lüge. Also eine Lüge dahingehend, dass die Absicht bestanden hat, die Verhältnisse für die Menschen zu verbessern. Sondern es war immer ein vorgeschobener Grund, um Krieg führen zu können. Weil wenn es nie eintritt, wenn es den Leuten nie besser geht und immer schlechter geht, dann ist es nicht einfach irgendwie Pech, sondern muss da ein System dahinter stecken. Das heißt, man kann sagen, die USA mit ihren Interventionen, sie stürzen systematisch die ganze Welt ins Unglück. Das ist wirklich schlimm. Mir war das in der Tragweite vor kurzem, bis vor einiger Zeit auch nicht so bewusst, wie jetzt, nachdem ich einige Vorträge von Daniele Ganser mir angehört habe. Und die Tatsachen, die er schildert, sie sind aus meiner Sicht zwingend. Es ist eine, ja, also ich weiß nicht, wie man das widerlegen will. Dieser O-Ton beweist, dass die russische Minderheit in der Ostukraine akut bedroht ist. Ebenso wurde nicht berichtet, dass das Azov-Bataillon Mariupol 2014 eingenommen hat, dass die eklatant russlandfeindlich eingestellt sind, dass sie offen Nazi-Symbole mit sich herumtragen, also absichtlich keine Distanz zu den Nazis waren, sondern Leute wie Stepan Bandera, das ist ein Kollaborateur, der an der Seite der Nazis im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat, solche Leute werden offen verehrt. Diese Division wurde in die ukrainische Armee eingegliedert. Es gibt zahlreiche Augenzeugenberichte, die sagen, dass das Azov-Bataillon die Bevölkerung dort als menschliche Schutzschilder missbraucht. Dass die ukrainische Armee und das Azov-Bataillon maßgeblich für die Zerstörung verantwortlich sind in Mariupol. Und dass es der Zivilbevölkerung so schlecht geht. All das verschweigen die Medien. Und was ist jetzt das Wichtige dabei? Die Leute wissen, dass es verschwiegen wird. Und das ist das Gleiche, als wüssten Diebe, wenn sie stehlen gehen, es wird nicht verfolgt. Sie können machen, was sie wollen. Das heißt, hier wird an die niedrigsten Instinkte appelliert. Strafvergehen bleiben straffrei, weil es der NATO oder den USA, weil es ihnen in die Karten spielt. Augenscheinlich. Die Medien bilden ein Kartell,
Diese ganzen negativen Dinge seitens der Ukraine werden einfach ausgeschwiegen. Und das gilt für alle Dinge, die das Narrativ stören, dass Russland allein ganz böse ist und dass die Ukraine ganz nett ist und dass Russland, ja, dass Russland zerstört werden muss quasi wirtschaftlich und Russland unbedingt bekämpft werden muss und die Ukraine mit Waffen beliefert werden muss. Alles, was dieses Narrativ stört, wird ausgeschwiegen. Das Entscheidende ist, dass die Leute dabei ihre ganze Ehre verlieren. Und dass das psychologische Konsequenzen hat, sehr wahrscheinlich. Nehmen wir als Beispiel die Klitschkos. Sie haben 2014 verkündet, Janukowitsch sei schuld daran, dass Demonstranten erschossen wurden. Sie wussten zu der Zeit sehr wahrscheinlich schon sehr wohl, dass von dritter Seite Demonstranten und Polizisten erschossen wurden. Aber die Klitschkos wussten, das wird nicht aufgeklärt im Westen. Sie können jetzt einfach behaupten, Janukowitsch wäre es gewesen. Das wird auch im Nachhinein nicht aufgeklärt. Das heißt, die Klitschkos sind Lügner. Und wenn man einmal lügt, man muss sich mal hineinversetzen. Was macht das mit einem? Man weiß ja, dass man lügt. Wenn man einmal diesen Pfad eingeschlagen ist, der Lüge, dann macht man immer so weiter. Und das heißt auch bei Bild, diese Interviews mit den Klitschkos bei Bild, die Klitschkos wissen, es ist Schmierentheater. Bei Bild wissen sie auch, es ist ein Schmierentheater. Und alle sind sich bewusst, das kostet Menschenleben, weil die Bevölkerung hierzulande aufgestachelt wird. Statt dass man sich zu Verhandlungen hinsetzt und beschließt, dass die Ukraine neutral bleibt und nicht in die NATO geht, was ganz einfach wäre, was den Krieg sofort beenden würde, wird suggeriert, Russland wolle eigentlich jeden überfallen und sozusagen der NATO-Beitritt, das sei sozusagen nur Verteidigung. Es gibt strategische Thinktanks, die besagen, dass es gut ist, wenn die Länder Eurasiens miteinander verstritten sind und sich gegenseitig schwächen. Das heißt, die Ukraine wird als Prellbock genommen, um die Länder gegeneinander aufzuhetzen und um Russland zu schwächen. Um alle zu schwächen. Man kann nur hoffen, dass die Leute das dahinter kommen. Dass sie betrogen werden. Das heißt, es muss gar nicht an die Moral appelliert werden, sondern die Leute einfach verstehen, sie können hier nichts gewinnen. Sondern sie verlieren in jedem Fall, solange der Krieg läuft. Ihr könnt ihr schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.